diese Person ist es nicht. Keine Übereinstimmung. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Wir wissen, was Sie getan haben. Sie sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich mache einfach nur meine Arbeit, das ist alles. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach, kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Was immer auch passiert ist, es ist sinnlos, deswegen jetzt jemandem weh zu tun. Was wissen Sie schon? Mir ist egal, was Sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Kroganer niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, ich weiß, dass durch das unangekündigte Undock-Manöver der... Da sind sie ja. Ich hoffe, die anderen haben ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war Teil des Teams, das diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert. So gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder Totgeburten waren. Nur eins von tausend überlebte. Kein Wunder, dass Ihr Volk ein so großes Problem mit Salarianern hat. Manche Wunden verheilen nie. Andererseits haben meine Vorfahren es auch provoziert. Sie wollten die Galaxie erobern. Die Salarianer mussten reagieren. Und sie tragen auch nicht die komplette Schuld. Die Salarianer haben das Virus zwar entwickelt, aber es waren die Turianer, die es zum Einsatz gebracht haben. Ich hoffe, dass das alles Vergangenheit ist. Schuldzuweisungen hin oder her. In Andromeda geht es um einen Neuanfang. Mein Volk braucht das mehr als die meisten anderen. Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu Ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. Welche Probleme haben Sie auf der Nexus? Die Situation ist beschissen, wäre eine treffende Zusammenfassung. Einige Archen sind verschwunden, irgendwelche Idioten haben gemeutert und dann haben noch mehr Idioten meinen Clan beleidigt, woraufhin er abgehauen ist. Und als Krönung wurde Jean Garson getötet, die Gründerin der Initiative. Und ich dachte, die Hyperion hätte Probleme, als wir ankamen. Noch was? Wir können keine Außenposten errichten, weil uns die nötigen Ressourcen und Leute fehlen, weshalb Addison noch angespannter ist als sonst. Und vergessen wir nicht, wie schwer die Station bei unserer Ankunft beschädigt wurde, auch wenn das für manche nur ein unwichtiges Detail ist. Mein Team und ich reparieren alles, was wir können. Aber wenn wir nicht bald Materialien kriegen, sieht es hier ziemlich bald ziemlich düster aus. Was ist Jean Garson zugestoßen? Sie wurde bei der Geißelkatastrophe getötet. Sie und einige andere Anführer. Tan weiß vielleicht mehr darüber. Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen.
Tan, fragen Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten, aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Addisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war das Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Wenn Ihr Clan fort ist, warum sind Sie dann noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Versuchen Sie da draußen nicht zu sterben. Mein Team arbeitet schon daran. Wir haben die Kommandozentrale ganz oben auf unsere Prioritäten. Die Crew der Tempest wird aufgefordert, sich umgehend im Dockbereich zu melden. Bahntechniker, bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Hyperion. Der Entladungsvorgang für die Hyperion wurde unterbrochen. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Cassidy Shaw, ich bin Ryder. Ich untersuche den Mordfall Nilken. Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Ja. Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm? Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nilken direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Wirkte Nilken, als würde er es bedauern? Ich habe Nilken in dem Chaos aus den Augen verloren. Als wir ihn fanden, wirkte er wie unter Schock. Er konnte nicht sprechen. Ihm schien übel zu sein. Könnte Schuld gewesen sein. Die Erkenntnis, was er getan hatte. Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nilken hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Wenn Sie gestritten haben und Nilken sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reynolds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Für mich ist das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Reynolds führte sie zurück, um die Anlage wieder zu übernehmen. Waren Sie damit einverstanden? Es stand mir nicht zu, einverstanden zu sein oder nicht. Er war der befehlshabende Offizier. Rückblickend ist es natürlich nicht ohne Ironie. Wäre er nicht getötet worden, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot.
Vielen Dank für die Information. Nichts zu danken. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient. Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Update aus dem Maschinenraum. Wir arbeiten derzeit daran, Zugriff auf weitere Energie von der Hyperion zu erhalten. Solange die Energiekopplung nicht abgeschlossen ist, werden alle unkritischen Reparaturanfragen zurückgestellt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich untersuche die Mordanklage gegen Nilken Rancis. Und? Ich möchte nach Eos fliegen und Chief Reynolds Leiche bergen. Das gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Pathfinders. Der erste Mord in Andromeda. Und ich bin unparteiisch. Ich dachte, Sie würden wollen, dass die Sache korrekt abgewickelt wird. Die Besiedlung eines Außenpostens hat zwar Vorrang, aber im Prinzip habe ich keine Einwände. Sachbeweise werden den Fall nur noch eindeutiger machen. Je sicherer wir sind, desto besser. In Ordnung, aber gehen Sie diskret vor. Die Leute sollen nicht denken, dass wir den Fall neu aufrollen. Ich hoffe, was immer Sie finden, bestätigt das bisherige Verfahren. Und falls nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir senden Ihnen die Koordinaten des Tatorts. Viel Glück. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Stets zu Diensten. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Das ist die Tempest. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Okay, sehen wir uns den Rest von Helios an. Moment mal, sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Stimmt was nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig?
Sie sind mit Ihrer Familie hier, oder? Und Ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste mich wieder mit Addison rumschlagen. Und das will ja keiner. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist Ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert. Es ist jetzt an uns, einen Weg zu finden. Wir alle sind bereit für diese Herausforderung. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Pathfinder, sehen Sie sich mal diese Spielzeuge an. Flugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Kalojath, und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin, mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Wir haben wohl keine Wahl. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch?
Ich hatte nie geplant, Pathfinder zu sein. Ich weiß nicht, was da draußen ist. Aber wir sind die Besten und Klügsten der Milchstraße. Wir schaffen das. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Ungefähr so weit sind die Forscher der Nexus gekommen, bevor... Naja. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Thank you.
Pythias, Habitat 1 der Andromeda-Initiative, Bezeichnung EOS. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein, nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von EOS. Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Anomalie geortet. Anomalie auf den Sensoren. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen.